Uli, der Felix Magath ist auch nicht blöd. Ich meine, der kommt als Trainer des deutschen Meisters, ja, kommt der Schalke, der muss sich doch was überlegt haben. Ja, er hat es aber gewusst. Er hat es ja gewusst. Ja, warum macht er es dann? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Er hat ja mit Clemens Tönnies alles abgestimmt und er hat jetzt das alleinige Sagen. Er bestimmt über alles, was schon recht fraglich ist und fragwürdig für mich ist. Du kannst im Grunde genommen nicht 4 oder 5 Personaldinge auf einmal schaffen als einzelner Mann. Das ist schwierig. Das ist ganz schwierig. Dann läufst du anderen Dingen wieder nach, die du dann hängen lässt. Du kannst nicht. Der Tag hat nur 24 Stunden. Und du kannst nicht 48 Stunden arbeiten. Das geht nicht.